Hallo, ich bin Maike und Zumba-Trainerin beim Turnclub in Hannover. Genau, wir machen heute auch wieder ein wenig Zumba. Das heißt, wir haben verschiedene Musik mit verschiedenen Schrittkombinationen. Ihr guckt einfach, wie ihr das bei euch zu Hause hinbekommt mit dem Platz. Ja, wie ihr das hinbekommt mit den Armen und Beinen. Wenn ihr merkt, es wird zu viel, lasst ihr die Arme einfach weg. Hauptsache, ihr habt ein bisschen Spaß. Und ja, dann fangen wir auch schon gleich an mit dem ersten Lied. Dafür marschieren wir am Platz mit rechts. Wir nehmen die Arme dazu. Die Arme gehen hoch und tief. Und nochmal hoch. Dann machen wir Schritt zur rechten Seite. Erstmal ohne Arme. Jetzt machen wir zwei Schritte und zur anderen zwei Schritte. Wer möchte, nimmt die Arme dazu. Die Arme gehen nach vorne. Dann machen wir wieder nur einen Schritt, aber die Arme bleiben dabei. Dann öffnen wir nach vorne mit rechts. Erstmal ohne Arme. Alles mit links. Wer möchte, kann etwas tief in die Knie gehen. Wir nehmen wieder die Arme dazu. Die Arme schwingen wieder nach vorne. Alles mit links. Noch zwei. Dann machen wir wieder einen Tap zur rechten Seite. Erstmal ohne die Arme. Wir machen wieder zwei Schritte zur rechten Seite. Hierbei könnt ihr auch leicht in die Knie gehen, wenn ihr wollt. Wir nehmen die Arme dazu. Die Arme schwingen wieder nach vorne. Wir machen jetzt weiter zwei Schritte. Und ein. Wir öffnen nochmal nach vorne mit rechts. Das Ganze nochmal mit links. Wieder die Arme dazu. Alles mit links anfangen. Wir marschieren am Platz und die Arme gehen tief hoch. Kurz durchatmen. Dann machen wir wieder zwei Schritte zur Seite und nehmen gleich die Arme dazu. Jetzt nur einen Schritt. Wir öffnen nach vorne mit rechts, aber nehmen gleich die Arme dazu. Alles mit links. Und dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Wir machen gleich mit dem nächsten Lied weiter. Wir marschieren am Platz und gehen nach vorne und zurück. Und mit links nach vorne. Und wieder mit links. Ein letztes Mal. Dann öffnen wir schon mal die Beine. Wir gehen tief. Wer möchte, nimmt die Arme dazu. Wir schütteln wieder mit den Schultern. Dann gehen wir wieder nach vorne mit rechts. Und zurück. Ihr könnt die Arme leicht mitschwingen. Alles mit links. Zurück. Noch zweimal mit links nach vorne.
Dann öffnen wir wieder die Beine. Nach rechts hoch. Immer schön tief gehen. Wir nehmen die Arme dazu. Wir gehen zur Z zur Seite. Und geschafft. Sehr schön. Wir machen gleich mit dem nächsten Lied weiter. Wir marschieren am Platz. Und wir machen zwei Schritte zur Seite und Tap. Wer möchte, nimmt die Arme mit nach oben. Ein letztes Mal. Und wir bleiben am Platz. Dann machen wir Cha-Cha-Cha zur Seite. Erstmal ohne Arme. Zweimal noch ohne Arme. Wir nehmen die Arme dazu. Die Arme schwingen zur Seite. Und zur anderen Seite. Viermal noch. Und wir machen wieder zwei Schritte. Eins, Tap. Schritt, Tap. Und wer mag, nimmt wieder die Arme dazu. Noch einmal zur rechten Seite. Und wir machen nochmal den Cha-Cha-Cha. Sehr schön. Dann kommen wir gleich zum nächsten Lied. Wir marschieren wieder am Platz. Wer möchte, kann leicht die Arme mitnehmen. Wir marschieren noch auf 4, 3, 2 und zurück. Erstmal ohne die Arme. Wir nehmen die Arme dazu. Die Arme gehen auf. Noch zweimal. Jetzt gehen wir mit rechts nach vorne und links nach hinten. Ihr könnt leicht die Arme mitschwingen. Alles mit links. Wir öffnen nochmal nach hinten. Einmal ohne Arme. Noch 4 ohne Arme. Die Arme gehen dazu. Wir öffnen wieder. 4 noch. Und mit rechts nach vorne. Mit links. Und wieder nach hinten. Öffnen. Sehr gut. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr einen kleinen Schluck nehmen, eine ganz kurze Pause machen und genau. Wenn ihr etwas getrunken habt, dann machen wir gleich weiter. Mit dem nächsten Lied. Schon wieder am Platz und marschieren. Wir marschieren nochmal. Dann tappen wir nach vorne mit dem rechten Fuß anfangen. Tap, tap. Das machen wir nochmal mit den Armen. Danach machen wir Sprung nach rechts, Sprung nach links. Wir nehmen die Arme dazu, die Arme gehen hoch, tief. Ein letztes Mal und wieder Tap nach vorne. Erstmal ohne die Arme. Wer möchte, nimmt die Arme dazu, hoch. Vier noch,
Dann springen wir zur rechten Seite. Sprung. Ihr könnt aber auch einen Tap machen, wenn ich springen möchte. Wir nehmen die Arme dazu. Noch vier. Und dann nochmal Tap nach vorne. Die Arme gehen dazu. Hoch. Vier noch. Dann machen wir nochmal den Sprung zur Seite. Sprung. Oder ihr macht Schritt, Tap. Wir nehmen die Arme dazu. Das schaffen wir noch viermal. Und nochmal Kick nach, Tap nach vorne. Die Arme gehen dazu. Sprung. Sprung. Noch vier. Nach vorne. Die Arme kommen dazu. Hoch. Wir marschieren am Platz. Nach oben. Seite. Hoch. Sehr schön. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Lied. Wir sind wieder am Platz, am Marschieren. Wer möchte, kann ein langsam die Arme mit nach oben nehmen und tief. Ein letztes Mal mit den Armen. Dann machen wir Tap nach vorne. Noch achtmal. Ohne die Arme. Die Arme gehen hoch. Auch noch achtmal mit den Armen. Vier. Und wir drehen uns zur rechten Seite. Klatschen, wenn ihr möchtet. Dann machen wir einen Schritt zur rechten Seite. Links. Nochmal rechts drehen. Schritt. Schritt. Und jetzt machen wir nur einen Tap und drehen zur linken Seite. Schritt. Nochmal links drehen. Wir machen Schritt, Tap, Schritt, Tap, Tap. Und jetzt geht's nochmal nach vorne. Genau, sehr schön. Dann habt ihr es für heute geschafft. Ich hoffe, ihr habt gut mitmachen können, hattet ein bisschen Spaß. Und auch genug Platz. Und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen wiedersehen.